Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnitch. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Weiter geht's mit dem Road to Commander. Ich will auch keine Zeit verlieren. Sorry, dass ich ab und zu mal, also jetzt die letzten zwei Tage nichts hochgeladen habe. Aber wie gesagt, ich bin immer noch im Umzugsstress. Aber in zwei Wochen sollte ich damit fertig werden. Und dann werden auf jeden Fall mehr Videos hochkommen. Wesentlich mehr Videos. Vor allem auch, wenn Call of Duty Advanced Warfare rauskommt. Da freue ich mich persönlich schon sehr drauf. Außerdem wollte ich noch sagen, ich habe jetzt eine neue Capture Card. Die nennt sich die Elgato HD60. Und das ist eine neuere Version der alten Elgato. Also wahrscheinlich dann wohl ganz gut. So, wir spielen erstmal zur Aufwärmung eine Runde frei für alle. Weil ich natürlich auch nicht dazu komme, jetzt privat zu spielen, wenn ich, ne... Oh, da oben ist einer. Den wollen wir kurz holen. Ich komme dazu nicht privat zu spielen, wenn ich, ja, auch nicht aufnehmen kann. Ist ja logisch. Aber meine Empfindlichkeit ist ein bisschen hoch, würde ich sagen. Meine What the fuck? Der Typ... Alter, wieso ist er so schnell? Was? Habt ihr es gesehen? Was? Ist er behindert? Da kommt einer hoch. Alter, der wollte mich messern, der Bastard. Was für ein kleiner Motherfucker. Ach du meine Güte, jetzt können wir uns wieder mit Snipern beschäftigen. Das wird ja gut enden. Ja gut, wenigstens hackt er nicht oder sowas. Schon mal eine gute Neuigkeit. Draußen. Ja. So, ich hab noch eine Claymore von links. Ich platziere die einfach mal hier hin. Müsste eigentlich jemand killen, denke ich. Müsste. Sobald ich nicht sterbe, während sie da steht. Mal sehen, was für Killstreaks wir bekommen können. Ach du heilige Scheiße. Wiederhole, Predator-Drohne startbereit. Hab irgendwie Schiss. Ich kann gar nichts hören, wenn ich verletzt bin. Von da, von da, von da. Alter Schwede, dieser Sniper da oben. Nein! Was macht er da oben? Er ist da gespawnt. Ach du Scheiße. Oh Gott, ich fühle mich gerade unwohl. Mein Aiming ist schlecht. Alles ist schlecht. Ich finde die Map aber sowieso nicht so toll, muss ich dazu sagen. Guck mal, der Typ, der hasst mich bestimmt. Nehmen wir mal aus Spaß mal die P90. Von irgendwo habe ich einen Taktikeinstieg gehört. Ach da, vielen Dank. Vor allem, die hat aber auch so viel Munition, ne? Das ist ja unglaublich. Yeah, ich habe eine neue Nachricht. Geil, Mann. Geil, Mann. Ich liebe neue Nachrichten von euch. Was? Hä? Was macht der? Da ist er... Oh Gott, der ist so dumm. Sorry, ich komme einfach nicht auf die Dummheit gerade klar, der Gegner. Ich leg mich mal kurz hier hin, zünde mal die Predator. Also ich muss sagen, diese Runde ist ziemlich... Ich hoffe, die Aufnahme laggt nicht. Laggt hier ein bisschen. Ich weiß nicht, woran genau es liegt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich hoffe, das sieht man nicht in der Aufnahme. Finde ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht kann die neue Elgato nicht so gut die Xbox aufnehmen. Ich weiß nicht. Irgendwelche Gründe wird es schon haben. So, vielen Dank für den Kill. Ich hoffe wirklich, dass die Aufnahme, oh, der hat mich fast gekillt übrigens. Ich warte hier kurz mal, oder von hinten auch, ne? Von... Oho! Was zum Teufel? Ich mach mal den hier. Und mach mich ein bisschen über den lustig. Ach, der macht genau dasselbe. Ach, der Bastard! Mich nervt es gerade, dass es ein bisschen laggt. Ich glaube, kurz nach der Aufnahme, also in der Aufnahme laggt. Ich weiß nicht, ob es auch so ist, wenn das... Video fertig ist. Das kann ich leider nicht sagen. Nein! Predator-Rakete zum Einsatz bereit. Ach. Was macht er da? Wenn ich irgendwann den Sinn verstehe von seinen... Hä, wieso kann ich die ACR... Mann, lass mich doch wenigstens die ACR... Ach komm, fickt euch doch, Alter. Ich zünde jetzt einfach mal die Predator. Ich muss sagen, ich mag die Map einfach nicht so wirklich. Oh, ich habe zwei Kills davon damit bekommen. Was sehr nice ist. Vielen Dank. Ich muss sagen, diese Map ist einfach extrem langweilig für Fly for alle. Aber meine Aufnahme leckt schon sehr stark. Finde ich ein bisschen frustrierend, muss ich sagen. Weil ich halt Angst habe, müsst ihr verstehen, dass ich aufnehme und umsonst aufnehme. Da fühle ich mich immer so ein bisschen unsicher. Aber die Connection ist auch nicht gerade gut, muss ich sagen. Wow, er lag im Boden. Gib mir die Waffe, vielen Dank.
Ich werde mal kurz die Aufnahme kurz beenden und dann bin ich sofort wieder da. Weil mich persönlich geht, mir geht das so auf die Nerven. Könnte ich austicken, Alter. So. Ich würde das Spiel gerne beenden. Was? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das? Was? Habt ihr gesehen? Er lag am Boden. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Ach du Heile. Was ist denn hier los, Alter? Also sorry, diese Runde ist echt gestört gerade. Die Connection ist scheiße. Was? Was? Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße, was geht denn hier vor sich? Ja, ich merk's schon, also PCs werden so schnell schlecht, ey. Ich kann es gar nicht glauben, ich habe meinen PC vor ungefähr 1,5 Jahren geholt. Und er war damals einer der besten PCs. Der war so gut und auf einmal nach so einem kurzen Zeitraum. Also ich bitte euch. Ach du Scheiße. Das für eine Connection. 2 Stiche. Geil, Mann. Dass es nicht mal einen Hostwechsel oder sowas gibt, ne? Ich fange schon an zu spucken. Komm schon. Ach ja. Das macht Spaß. Ja, das macht. Also wenn das jetzt nicht vernünftig aufgenommen hat, ich weiß selber nicht wieso, um ganz ehrlich zu sein. Dann werde ich erstmal ganz kurz mal gucken, woran das genau liegt. Denn wenn es in der Aufnahme laggt, fühle ich mich immer sehr unsicher. Ich nehme übrigens meine Cam mit meinem Laptop auf. Und dann würde ich sagen, was haben wir? 30:9 haben wir geschafft. Wenn diese Aufnahme nicht aufgenommen wurde, lasse ich euch Bescheid wissen. Und wenn doch, dann habt ihr sie ja jetzt gesehen. Und es kam Terminal und ich kann Terminal leider nicht spielen. So, ich bin wieder da. Ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat, aber mit der Aufnahme stimmt alles. Bitte fragt mich nicht. Ich würde selber gerne wissen, was manchmal los ist. Vor allem, wenn man nicht der größte PC-Experte ist. Ich kenne mich halt mit dem PC relativ gut aus, weil ich, ja, lange mit ihm Zeit verbringe, aber ich bin trotzdem kein übelster PC-Experte. Eher so Experte im Editieren, obwohl, ja, schon, könnte man so sagen. In der Aufnahme hat es immer so gelaggt, aber die Aufnahme an sich, wenn ich sie in die Bearbeitungsdatei tue, ist perfekt. Deswegen, ja. Das scheißen wir einfach drauf und spielen erstmal weiter. So. Skidrow, eine relativ gute Map. Ist ziemlich spaßig, aber... Ja, jetzt laggt es wenigstens nicht mehr. Wenigstens eine gute Sache. Hoffen wir, dass es so bleibt. Wow, hä, wie habe ich den denn bitte? Habt ihr es gesehen? Wie habe ich den denn bitte gekillt? Da die... Was? Ach, als wüsste er, dass ich gleich gekillt werde. Da ist das so mutig rausgesprungen, der Loser. Ich glaube, ich müsste mal wieder mit der Farmer spielen. Oder ich weiß, was ich tue. Ich habe eine bessere Idee. Ach du Scheiße. Wollen mich verarschen? Meine Güte. Ich sehe gar keine Kills ab im Moment. Da hinten ist einer. Ein Sniper. Gut, um den kümmere ich mich jetzt nicht. Ach du Scheiße, da oben kämpft einer. Meine Güte. Hier lang zu gehen ist auch so eine scheiße Idee, aber auch, ne? Muss man ja auch einfach so sagen. Wow, mein ersten Kill. Na, ob ich das aufholen werde, ich weiß ja nicht. Ich habe das Gefühl, ich sterbe gleich. Ich gehe hoch, ich gehe hoch, ich gehe hoch. Da, komm schon, bitte. Nein! Ich wusste es! Ach du meine Güte. Was ist denn gerade los? Ich weiß es selber nicht. So. Puh, ich weiß gar nicht, wie viele Level brauchen wir noch. Wir sind gerade Level 34. 34. Da drin ist einer. Hab ich gesehen, mein Freund. So, Predator, nice. Vielen Dank. Dieser Ort ist echt, OP, muss man sagen. Es gibt auch OP-Orte bei Maps. Vor allem in Fight for All. Das ist der Ort, den ich so damals auch, ja, entdeckt habe für mich. Ist relativ campy, muss man sagen. Aber ist halt sehr, sehr effektiv, ne? Zum Beispiel, da kommt jetzt einer. Vor allem, wenn man Schritte hören kann. Ja, genau, da passiert sowas, dass man kaum überlebt. Läuft bei mir. Ich mach mal kurz die Harrier ganz schnell. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich sterben.
Da hinten ist einer. Nein! Gut, habe ich auch verdient. Aufholen werde ich sowieso nicht mehr. So. Ja, gut. Oder aufholen ist gar nicht mal so unrealistisch. Muss man sagen. Ist gar nicht mal so unrealistisch. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber... Der Erste bekommt halt nur mal langsam Kills. Hier einfach übrigens einfach schnell hochlaufen und... Dann erwischt euch auch keine Claymore oder sowas. Die Zeit war... Ach, da, das wird wahrscheinlich das Problem sein, was ich haben werde. Da kommt einer hoch. Hab den gehört. Die... Ich hab das... Sag mal, boosten die? 1 zu 12. Ich meine, ich weiß, dass nicht jeder gute Spieler boostet, aber... Wow, ich hab den sogar noch bekommen. What the fuck? Ja, nur 35 Sekunden. Das wird nichts, Leute. Das wird leider gar nichts. Nee, nee, nee. Da drin ist einer. Hab ich gesehen, mein Freund. Zeig dich. Ja, scheiße. Mein Aiming. Mein Aiming. Das nenne ich mal Super Aiming. Hätte ich einfach nur drauf losgeschossen. Ja, ich würde eh nichts mehr. Ich hab verloren. Aber ich bin ja auch reingejoint, ne? Wir machen aber noch ein Spiel. Ah, ich will immer... Also, wenn ich es wirklich nicht so schaffe, will ich immer die Folgen kürzer machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir reicht das einfach nicht. Also, dieses kurze Video reicht mir einfach dann irgendwie nicht. Also, ich will dann schon noch ein Spiel machen, auch wenn ich nicht weiß genau, wie lange diese Aufnahme sein wird. Aber ist mir einfach zu kurz, muss ich. Ist mir einfach persönlich zu kurz. Deswegen spielen wir meinetwegen noch eine Runde auf Scrapyard, um uns ein bisschen zu rächen. Wir sind übrigens gerade Level 34, was bedeutet, dass wir vielleicht bald wieder neue Waffen freischalten können. Die Vector haben wir. Die AOK-Bar, auch eine super geile Waffe. Können wir mal spielen, wenn ihr Lust habt. Eine wirklich super geile Waffe, finde ich auch sehr geil, sieht die aus, ohne eine Tarnung. Ist ja nicht bei allen Waffen so, aber bei der SKH zum Beispiel. Oder bei der AOK-Bar, diese Waffen sehen auch relativ gut aus, ohne Tarnung. Gut, Striker kann ich euch auch mal zeigen. Ist auch eine ganz witzige Waffe eigentlich. Ist gar nicht so schlecht, wie man denken könnte. Die AA-12 ist sowieso die überpowerste, aber ich denke, die kennt ihr alle von diesem Spiel. Gut, Marathon mit der AOK-Bar bringt natürlich gar nichts, plündere auch nicht. Feuerkraft nehme ich eigentlich immer. Auch wenn ich Leichtgewicht und Hardliner auch ganz gut finde. Eiskalt natürlich auch direkte Gefahr. Ist natürlich nur für Noobtuber. Wir können auch gerne mal Noobtuben, wenn ihr Lust habt. Mal sehen, was in der Zwischenzeit. Ich finde es immer ziemlich unterhaltsam, wenn ich so Nachrichten bekomme. Kann ich mal zocken, wäre echt geil von dir. Ja, also ihr wisst meine Antwort. Ja, wie das, ne? Ich kann halt nicht mit jedem spielen. Na, ne, na Danny, was geht? Ich hab... Okay, 1 gegen 1, alles klar. Brauche ich mir gar nicht durchzulesen. Was ich sagen wollte, und zwar, ich ziehe jetzt gerade um. Und das Gute ist, ich habe schon das Internet, ja, wie soll ich sagen? Einen Internettermin gemacht. Also am 16. ziehe ich um. Und am 16. kommt auch gleich mein neuer Internetanbieter zu mir. Und dann kriege ich sofort das Internet. Und dann habe ich 3 Zimmer. Also ich ziehe nochmal eine 3-Zimmer-Wohnung. Ich werde nochmal ein Video zu meiner jetzigen Wohnung machen. Damit ihr wisst, wie mein Alter aussah, damit, weiß nicht, ein paar Erinnerungsdinger, auch wenn diese Wohnung wirklich nicht so schön war, aber ich habe hier nur mal einmal, ein Jahr lang gelebt, meine ich, sorry. Und es war ja nicht schlecht oder sowas, ich meine, das war meine erste Wohnung, ich meine, was erwartet man bei der ersten Wohnung, sage ich mal so. Außerdem wollte ich auf die Schnelle etwas finden. Also ihr seht schon, die ist richtig gut. Ach du Scheiße, wenn die Connection nur ein bisschen besser wäre. Das ist so ein bisschen das Problem, dass die Connection nicht so gut ist. Ach du Scheiße. Geht dir die Party ab? Nein, was? Ach, die ACR hat er oder was? Ja, die ACR hat er. Ist übrigens die präziseste Waffe im ganzen Game. Dich habe ich gesehen, mein Freund. Dich habe ich gesehen und gehört. So. Also im Moment führen wir. Aber ich weiß ja noch, was letztens passiert ist, dass ich geführt habe. Das waren Zeiten, meine Freunde, das waren Zeiten, ja. Ach du heilige Scheiße. Wie habe ich das denn bitte schon überlebt? Ich bin da ein bisschen überfordert. Ich höre so viel. Ich kriege immer nur Headshots mit dieser Waffe, fällt mir auf. Ach du Scheiße, das ist echt richtig viel, was hier gerade vor sich geht. Ich krieg den einfach nicht. Der campt da die ganze Zeit oben. Der campt da die ganze Zeit. Bin ich vielleicht am falschen Ort? Ich glaube schon irgendwie. Der Feind blockiert unser Radar. Ich fühle mich hier auch nicht so sicher.
Ach du Scheiße, ich wusste es. Wo ist er? Wo ist er? Ja, da unten. Ja, Scheiße. Wow, was? Wow, heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Gut, dann weiß ich schon, wie ich den Partner nenne. Ach du heilige Scheiße. Nee, weil wisst ihr was? Ist mir scheißegal, ich behalte die. Ach du meine Güte. Was ist das denn für ein Monster? Ah! Wuhu! Oh mein Gott. Also wenn ich jetzt das Spiel verliere, dann frage ich mich ernsthaft, was ich falsch gemacht habe. Dann muss ich irgendwas falsch gemacht haben. Anders geht's dann auch gar nicht. Die fliegen! Ah, meine Munition war leer. Ich glaube, sonst hätte ich sie noch bekommen. Wenn ich bin nicht ganz sicher. Nein! Oh. Ich finde, es macht mehr Spaß, die Kills selber zu machen, als mit den Killstreaks. Nur mit den Killstreaks, wenn man ohne spielt halt. Ach du ernsthaft, komm schon. Ach du meine Güte. Wenn man ohne Killstreaks spielt, ist der Sieg nicht unbedingt garantiert. So auch nicht mit Killstreaks, aber... Ich spiele auch sehr gerne mit Drohnen nur. Wo ist er? Da hinten. Ja, scheiße. Ich bin sowas von am Arsch. Ich bin sowas von tot, ja. Oh, ich muss mir aufpassen. Ich mache mir dort alles kaputt. Ich mache mir dort alles kaputt. Die Gegner sind ja nicht mal schlecht, ne? Aber ich schätze mal, ich hatte mehr Glück. Und bin einfach besser, definitiv. Und das wird dann aber wirklich das letzte Spiel für heute sein, weil... Ich will die Folge auch nicht allzu lange machen, weil das Rendern dauert halt sehr, sehr lange. Das Rendern hochladen dauert länger sonst. Und wenn ich sowieso nicht so viel Zeit habe... Und ich so... Ah, du mein... Ach, komm schon. Was für... Ich bin 8-mal gestorben jetzt. 8-mal! Ich mache jetzt auch keine irgendwie spaßige Killcam oder sowas, weil ich ernsthaft und bösartig bin. Nee, kleiner Spaß. Oh, guck mal, der fliegt. Habt ihr das gesehen? Der ist geflogen. Boah, ist mein Headset laut. Ah, nee, das ist... Oh, mein Fernseher war laut eingeschaltet. Ach du Scheiße. So, passt. Ja, das war's. Ein 30:8 war ein relativ cooles Spiel. Lass mich in den Kommentaren wissen, was ihr davon gehalten habt. Oh, Favela. Naja, gut. Das war's dann für diese Aufnahme. Vielen Dank fürs zu Ende schauen. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Abonniere jetzt meinen Kanal, um unsere Nation beizutreten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao.